Hallo und ein ganz herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Pokémon Kolosseum. Wir sind weiterhin im Pokémon Labor und wir checken mal, was so abgeht hier. Oh oh. Seit ich hier arbeite, habe ich mich immer um Pokémon gekümmert. Wollt ihr auch ein Pokémon haben? Na klar. So, das tut mir leid. Man hat sie schon alle abtransportiert. Oh mein Gott. Nein, ey. Hilfe, wir müssen die Pokémon noch retten. Ah, was haben die nur vor, diese fiesen Gauner? Ah. So. Oh oh. Hier ist Betreten verboten. Übrigens war das eine Sie. Mara. Kryptoknecht Mara. Pupita und Forstelka. Oh, oh, okay. Schön vorsichtig jetzt mit Feuerattacken umgehen. Oh Gott, Entei. Nein. Oh. Ja, Forstelka, ich glaube, ich spinne. Nee, es darf keine Explosion einsetzen, fällt mir mal gerade ein. Sonst ist Essig hier. Ja, Forstelka, dann mal bitte einen Fußkick drauf machen. Ich hoffe, dass das nicht allzu extrem war. Oder allzu extrem wird, vielmehr. Ah, okay, passt. Es darf nur keine Explosion machen. Davor habe ich Angst. Aber es wird wohl eh meistens Kryptoschlag verwenden. Ja, sehr schön. Ja, gut. Kann man verkraften. Pupita macht gleich auf jeden Fall gleich den Abdampfer. Auf jeden Fall. So, Flammenwurf auf Pupita und Fußkick nochmal auf Forstelka. Wenn es kein Volltreffer wird, können wir es danach fangen, würde ich annehmen. So, tschüss Pupita, mach's gut, danke dir. Mein Gott, mein liebes Entei. Zubat, ah, Lacher. Außer es verwirrt uns, daran habe ich... Oh Gott. Nein. Nein, nein, nein. Wenn's Kryptoschlag... Oh. Oh mein Gott, es hat nur noch ein KP. Ah, mein Herz. Das hatten wir schon mal, dieses blöde Problem. Also ganz ehrlich, das Problem hatten wir schon mal. Jetzt ist guter Rat teuer, Leute. Okay, ganz ruhig bleiben jetzt. Fang es ein. Mit einem Hyperball, das dürfte klappen. Okay, und du machst bitte einen Fußkick aufs Zubat. Komm schon, es hat nur noch ein KP. Wenn es gleich Kryptoschlag einsetzt, ist es down. Oh Gott. Komm schon, fang es. Nein, nein. Oh nein! Oh nein, ey. Oh. Ich könnte heulen. Ja, Forstelka haben wir auch nicht gefangen. Tja. Was soll ich da machen, ne? Das ist Pech, wenn sowas passiert. Tja, 100% endgültig AD. Oder ich kann nacharbeiten und ich glaube, das will keiner sehen. Ja, ist Pech. So. Ja, kannst du vergessen, was du da machst. Na, jetzt können wir auch schön den Steinhagel einsetzen. Erstmal Aurora Strahl drauf. Alter. Was ist mit mir los? Kann ich nicht mehr kommentieren? So, tschüss. Was? Nicht tschüss? Warum nicht? Steinhagel jetzt aber, ne? Das dürfte doch reichen. Ja. Down. Bye bye. Und hier auch das liebe Wablu. Tschüss. Mist. Ich könnte heulen. So, egal. Suicune Level Up. Passt mir sehr gut. Ah, Mist. Ey, schon wieder ein Krypto-Pokémon, was uns durch die Lappen gegangen ist.
Aber Gott sei Dank braucht man die nicht mehr für die alten Editionen, sonst wäre ich jetzt sauer. Ja, ne? Ist halt so. Man ist sammelgeil. Man ist generell geil. Oh. Willkommen im Copter Pokémon Labor. Ja, danke. Kabex. Was komische Namen die alle haben, ey. Ganz ehrlich. Komisch. So. Was haben wir denn hier? Oh, es sollte ausreichen. Oh, oh. Agiados. Okay. Steinhagel würde ich jetzt sein lassen. Ganz ehrlich. Fußkick auf Rihorn und dann Rasierblatt. Bitte. Ja, dass du down gehst, ist mir klar. Ich will aber nicht, dass Agiados down geht. Oh, ja, gut. Das nützt uns aber auch nicht viel. Vielleicht gleich mal einen Body Slam einsetzen. Reptane. Ich würde so gerne Steinwurf machen, aber dann ist es tot. Oh, reicht auch schon so. Matschbombe. Ja, Leckofranik, ey. Ja, na klar, vergift uns doch. Ist doch nett. Ja, klar. Warum denn nicht? So, Fußkick drauf und einen Body Slam. Das sollte gut ausgehen. Ja. Paralysiert, das ist schon mal gut, aber. Ah, ich hab so Schiss. Ja, wir brauchen ja auch. Wir brauchen nun mal auch ein gutes Team. Für den Endkampf halt. Ne? Wenn ich schon nicht die 100% bekomme, ehrlich, das ärgert mich. Aber die hätte ich eh nicht bekommen, denn man entscheidet sich ja am Anfang für die drei Anfangsstarter-Pokémon und da, ja, ist halt Pech, ne? Man kann halt nur eines bekommen. Je nach Ausgang, was man halt wählt, bekommt man halt später dann Meganie, Tonupto oder Turakrok. Impagator. Die Endentwicklung. Tja. Ich habe halt den falschen gewählt, denn ich wollte eigentlich Tonupto haben. Egal. So, Fußkick drauf und ja, mal hier gucken, ob ich was zum Entgiften habe für dich, Meganie. Scheint so, und zwar ein Hyperheiler. Okay. Bam. Ich könnte wetten, es geht gleich eh drauf. Bei meinem Glück auf jeden Fall. So, Fußkick nicht sehr effektiv. Sehr gut. Ich wette, es geht auf Meganie. Schön, ich habe den Hyperheiler verschwendet. Mann, ey. So ein Troll hier. Egal. Was nehmen wir denn da Feines? Am besten mein Suicune. So. Überleg, was du machst. So, da. Hyperball drauf. Dürfte nicht klappen. Aber probieren geht überstudieren. Und zack. Wirst du schaffen? Nee, ne? Doch. Okay. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay, da bin ich jetzt echt überrascht. Eine unglaubliche Kraft. Ja, ich weiß. Danke. Ey, wir bekommen sehr viel Poké-Dollar. Das finde ich gut. Die können wir alle reinvestieren in Pokébälle. Was liegt hier? Oh. Komm. E-Gamer findet DNS-Probe. Ja, gut. Brauche ich jetzt nicht so sehr, aber. Ja. Schnappen wir uns mal das Item hier. Und was haben wir da? E-Gamer findet eine Top-Genesung. Okay. Die ist ganz nützlich. Allerdings, ja, wo lang? Ah. Wir haben euch schon zu lange gewähren lassen. Oh Gott, sind da viele Ausgänge. Oder Eingänge vielmehr. Was nehme ich denn da gleich?
Oh, ein Granbull. Und ein Geradax. Okay. Ja, mit Tiana habe ich da jetzt kein Problem. Außer da ist wieder ein Krypto-Pokémon bei. Ja, ich wusste es, war so klar. Ja. Wenn ich jetzt da mit dem Psystrahl drauf gehe, dann ist es down. Dreck. Fußkick, nein, bitte nicht. Einmal Steinhagel und ich glaube, das war verkehrt. Ich glaube, das war total verkehrt, den Steinhagel da einzusetzen, denn ich glaube, es ist gleich down. Wir sind einfach zu overpowered. Daran habe ich wirklich nicht gedacht, Leute. Die Kämpfe sind so zwar jetzt sehr viel interessanter, weil es nicht mehr so lange dauert, weil wir so viel machen können in dem Part. Aber wenn wir das jetzt verkacken... Ach, doch nicht. Okay. Hä? Na gut. Gut, Granbull schreckt zurück. Nochmal ein Steinhagel, Psychokinese auf Mund hier. Damit wir das schon mal ausgenockt haben. So, weg mit dir. Brauchen wir nicht. Bye, bye. Ciao, ciao. So. Steinhagel. Bitte kein Volltreffer. Ah. Gut. Granbull, dich haben wir auch gefangen, sag ich mal. Sollte nicht mehr viel kommen. Wir gucken einfach mal. Hyperball drauf da. Nein, um Gottes Willen, mach da bloß nicht sowas. Nochmal eine Psychokinese und es ist wirklich down. So, was machen wir denn da jetzt? 1, 2, 3. Ach, komm, ist doch lachhaft. Ja, das war doch jetzt lachhaft, oder? Es darf nur keinen scheiß Kryptoschlag einsetzen. Dann ist alles okay, Leute. Aber ihr habt gesehen, der Kryptoschlag, der ist schon fies. Also ganz ehrlich, der kann über Sieg oder Niederlage, sag ich mal, entscheiden. Je nachdem, wann die das machen. Ne? Jetzt zum Beispiel noch nicht. Aber bei so einem 1-KP-Nummer wie vorhin, dann, ne? Oh nein! Oh! Mach ruhig deine Grimasse, da hab ich nichts gegen, du. Ganz ehrlich. So, in der nächsten Runde setze ich mal einen Timerball ein. Wo ich das sehr ungerne tue. Weil die Dinger sind halt so teuer. Naja, komm schon. Mach fertig da. Los. Och, komm, ey. Gleich gehst du down, das schwör ich dir. Mann. Ja, sicher, Stärke. Ja, klar. Boah, wenn ich nicht so hoch gelevelt wäre, dann wäre das alles ein bisschen extremer. So, machen wir noch eine Runde Hyperball und danach setzen wir einen Timerball ein. Ich glaube, die Rundenanzahl dürfte ausreichen. Ja, komm. Komm schon. Gut, hat auch so gereicht. Ja, blöder Kryptoknecht, da guckst du doof. Viel zu lange, wie es scheint. Ja, wenn du meinst. Du mich im Übrigen auch. So, was nehmen wir denn? Links oder rechts? Ene, mene, mu und raus bist du. Ja, hoch? Das richtig war. Was haben wir denn hier? Ja, so eine komische Maschine. Geh mal weg, Cat. Immer steht sie im Weg. Hier befindet sich ein DNS-Analysegerät. Ah, DNS-Probe. Okay. Das ist eine DNS-Probe von Lorblatt. Okay, und die andere? Hä? Also, guck mal hier.
Oh, Magnavien. Was haben wir jetzt davon? Hä? Haben wir noch eine? Nö, ne? Nö, haben wir nicht. Okay. Ich weiß zwar nicht, was wir damit sollen, aber... Okay. Vielleicht für später mal. Aber wir haben Lorblatt doch schon. Na, egal. Gehen wir mal in die andere Nummer hier rein. Mal gucken, was hier so gibt. Runter oder rauf? Rauf. Okay. Einfach... Oh, oh. Was? Fremden ist der Zutritt hier nicht gestattet. Wo ist der Wachdienst, wenn man ihn braucht? Das weiß ich nicht, Professor. Forscher, Professor? Ja, egal. Magneton und Elektroball. Ja, da weiß ich schon, wie wir die ausnocken. Das dürfte kein großes Problem sein für Mogelbaum. Außer es ist ein Krypto-Pokémon dabei, ne? Wie ihr ja wisst. Aber bis jetzt noch nicht. Also Steinhagel drauf und Psychokinese. Ja. Nicht sehr effektiv, das war mir klar. Sollte auch nicht sein, denn dafür ist ja der Steinhagel bei Elektroball effektiv. Oh, Gott sei Dank, es ist nicht explodiert. Das ist immer meine größte Angst. Was zum Teufel? Warum ist denn jetzt Elektroball nicht down gegangen? Ja, egal. Ja. Ampharos. Ein Elektro-Pokémon und... Oh, kein Krypto-Pokémon. Sehr schön. Können wir uns also hier vollkommen vergnügen. Bams. Volle Kanne. Psychokinese. Ja, down, ne? Ja, down. Wusste ich. Unser Psyana und Nachtara, ne? Das sind schon echt, unsere... Ja. Ich sag mal, unsere Männer fürs Grobe. Was zum Teufel? Alter Falter. Ja, egal. Down ist down. Haha, Elektroball. Ich hätte ja Explosion eingesetzt, ganz ehrlich. Aber naja, ne, der Forscher halt. Ne, ist ja nicht so vom IQ, dass der... Naja, egal, ich sag jetzt nichts. Perplex, so kann ich euch unmöglich gehen lassen. Ja, stimmt. Also du hättest auch auf 2000 Pokédollar aufstocken können. Was? Nein! Wow, jetzt gibt's euch kein Entkommen mehr aus dem Labor. Du Blödmann, verschwinde. Oh oh. Zu Befehl, wer hat den Alarm ausgelöst? Der Blödmann. Haha, Kryptoknecht Isuna. Viele Grüße an Isuna 12 an dieser Stelle. Das war nicht geplant. Das wusste ich nicht mehr. Okay. Ja, ist der Let's Player-Kollegin von mir. Und ja, wenn schon der Name hier auftaucht. Oh, sie hat sogar ein Krypto-Pokémon. Na dann. Was? Kein Steinhagel mehr da? Oh, oh, jetzt habe ich gleich ein Problem. Na gut. Fußkick drauf und Psychokinese. Also echt, ey. Versklavt sie hier die Pokémon. Ich kann nicht mehr. Ja, ein Pokémon. Wie kannst du denen nur sowas antun, Isuna? Also ganz ehrlich. Okay. So, Kecleon. Ja, dürfte auch nicht besonders stark sein. Oh, mein Mogelbaum. Naja gut, ohne Steinhagel ist es weniger zu gebrauchen. Dann nehmen wir halt... ja. Suicune. Das dürfte eine gute Wahl sein. So, was machen wir denn da, Leute? Aurora-Strahl auf Kecleon und Psychokinese einmal auf Vibrava. Ich hoffe, das ist nicht zu stark. Nein, es war zu stark. Na, egal. Was sollen wir machen? War eh nicht ein besonderes Pokémon, also von daher. Ausreden hat man immer für die Unfähigkeit.
Aber ich glaube, man kann die später alle noch mal fangen, so im Nachhinein. Ich glaube schon, da gab es irgendwie so einen Trick. Weißt du nicht mehr wie oder wo oder, hä? Keine Ahnung, wir wechseln mal eben Suicune aus für Nachtara. Und ja, Psychokinese auf Kecleon. Ja, ich glaube, da gab es irgendwie, wenn man bekommt im späteren Verlauf gespielt so eine Datei mit allen aufgelisteten Krypto-Pokémon. Und auch wer die dann hat. Und ich glaube, wenn man in die Areale zurückgeht, solange es keine Hauptdinger sind, dann bekommt man die nochmal alle zurück. Und ja, kann man machen, wenn man 100% macht, aber mache ich ja nicht, ne? So, Psychokinese drauf. Ist zwar nicht wirkungsvoll, aber dafür gleich die Finte. Oh, ist nicht wirkungsvoll, aber geht trotzdem down. Lol. Okay, dann sind sie echt schon unheimlich overpowered. Suicune mal eben aufgestiegen. Izuna, Junge, bist du stark. Danke, Izuna. Nett von dir. Okay. Den wollen wir nochmal. Na komm, den machen wir in der nächsten Folge, wenn es da heißt Let's Play Pokémon Kolosseum. Ich bin euer Let's Play E-Gamer und wenn euch der Part gefallen hat, dann gebt einen Daumen hoch. Und wenn nicht, schreibt mir einen Kommentar, warum. Ciao.